Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es wieder Zeit für ein Video vom Testserver. Und zwar will ich euch heute an dieser Stelle mal die neuen Lights in Form des amerikanischen Pendants zeigen, dem XM551 Sheridan. Hier zu sehen, ein wirklich feines Teil, ohne Frage. Wichtig, das ist jetzt schon auch die aktuelle Version. Also da, oh, da fahren sich gleich mal in die Karren. Also die aktuelle Version vom aktuellen Testserver, so wie sie jetzt gerade da zu spielen ist und auch willkommen wird. Damage 360 bei 236 Durchschlag, 280 Durchschlag mit der Premium-Variante und 440 Schaden mit der normalen. Man sieht, er fährt mit Cola und hat halt die großen Verbrauchsgüter drauf, Reparatur und Verbandsset. So, und man sieht natürlich auch schon hier wieder direkt wahnsinnig, wie mobil das Gerät ist. Links, rechts, Haken schlagen, alles, gar kein Problem. Schnell Vorwärtsgang, schneller Rückwärtsgang, 65 km/h Endgeschwindigkeit. Und da ist der TVP offen. Und so um die knapp 6 Sekunden Reload hat der. Also das geht schon ganz gut. Und da sieht man schon mal, wie die Kanone so funktioniert. Natürlich auch immer besonders spannend zu sehen, wie ist auch die Einzielzeit eben dieser. Und wie genau ist natürlich das Ganze auch am Ende des Tages. Und hier auch auf den TVP, wie gesagt, die 7 Sekunden Reload, mit denen kann man wirklich arbeiten. Und auch die Geschwindigkeit, bis die Granate im Ziel ankommt, unsagbar schnell. Also das funktioniert auch perfekt. Natürlich hier ideal zum Spotten. Klar, aber man sieht schon, auch Snapshotten wird mit dem auf dem Live-Server mal gar kein Problem sein. Ich selber, wie gesagt, kann immer nur auch das bewerten, was ich selber in dem Video sehe und was mit den Panzern möglich ist. Klar, kaum Panzerung, aber man kann schon sehen, man kann wirklich Schaden mit dem machen. Also, warum sie jetzt so schlecht sein sollen, laut Quickie Baby, kann ich euch nicht sagen. Ich habe das Video nicht gesehen, sondern ich habe es nur gehört, dass er sagt, die sind aktuell nicht brauchbar. So wie das hier aussieht und das für Testserver, wo ja jeder tendenziell Premium schießt und sonstiges, muss ich sagen, meine ich, kann man durchaus was mit den Panzern anstellen. Und sie werden auf jeden Fall für viel Angst und Schrecken sorgen können. Gerade weil sie natürlich Fähigkeiten haben, auf Hügel zu kommen, wie man es an dem T100 LT da sieht, die sonst kaum Panzer hat. Und das macht sie ja wirklich sehr besonders. Sie sind definitiv dann für alle Fans der Mediums ein interessanter Blick wert, denn so schnell, so agil, so gute Snapshot-Fähigkeiten wie einige Panzer haben, das muss man erstmal machen. Und klar, Panzerung gibt es keine, aber mit vielen Mediums hat man da auch nicht viel davon. Also ich finde die wirklich sehr spannend. Aber natürlich interessiert mich, was ist denn eure Meinung dazu? Also denkt ihr, die sind zu stark, die sind zu schwach? Braucht man sie nicht? Also alles das einfach mal in die Kommentare posten. Aber man sieht am E3, das funktioniert schon alles. Also gerade, das ist alles auf jeden Fall machbar und spielbar. Da hinten AFK, E3. Nee, nicht mal. Und man hat gesehen, der hat sogar auch getroffen, allerdings leider nicht durchschlagen. So, jetzt tut er sich natürlich ein bisschen schwer gerade. Aber auch hier E3 mit Premium auf die Unterwanne und da funktioniert es. Und optisch muss ich sagen, ist der Sheridan ein ganz besonders cooler Panzer. Also da ist der Grafikabteilung
definitiv wieder ein Glücksgriff gelungen bei Wargaming. Haben sie richtig schön gemacht. Also umgesetzt vielmehr natürlich. So, man sieht hier einfach diese Agilität. Kurven schlagen wie ein Hase praktisch. Gar kein Problem. Zack, hier versteckt. So, und jetzt direkt raus. Nochmal ein und wieder zurück. Dank 22 km/h rückwärts auch gar kein Problem. So, und jetzt vorne aufs Kettenrad, dass er auch da weiter in die Kette gezogen hält. Jetzt guckt er hier. Aber einen kann man sich auch mal fangen, denn 1600 Hitpoints, darf man nicht vergessen, ist auch einiges an Holz. So, jetzt wird hier sich da durch diese enge Ritze durchgequetscht, aber auch kein Problem. 5000 Schaden und da der IS-7 ist auch schon weg. Natürlich schießt er jetzt selber einiges an Premium, aber wir haben ja davor schon einige Non-Premium-Schüsse gesehen. Und man sieht, dass die beiden wirklich funktionieren. Dass man mit den Munitionsarten sowohl die eine als auch die andere variabel spielen kann. So, und jetzt hier nochmal. Oh, schöne Action. Wow. Ja, was war denn das? Das war ja mal ein kurioses Kunststück, muss man ja schon fast sagen. So. Der Sheridan ist hier mit der HE-Knifte unterwegs, der andere. So, der E50. Der macht es ihm jetzt hier nicht ganz leicht. Ich weiß nicht, was der hier gerade macht, aber auf jeden Fall war es jetzt in dem Fall kein Problem, denn hier ist er jetzt schon fertig und hat dabei 7146 Schaden gemacht und lediglich 1000 davon waren über 300 Meter. Also meines Erachtens ist es wirklich ein spannender Panzer, aber nichtsdestotrotz, eure Meinung interessiert mich, sagt, was ihr sagen wollt, postet in die Kommentare und wie gesagt, bleibt sachlich, ansonsten haut's los, bis zum nächsten Mal, euer Al-Karamba.